Liebe Bürgerinnen und Bürger, auch heute begrüße ich Sie wieder hier im Rathaus in Pforzheim. Ich möchte Sie wissen lassen, was es aktuell Neues gibt hier für uns in Pforzheim. In erster Linie sind dabei natürlich die Derivate zu nennen. Sie haben es sicherlich gehört, wir hatten den ersten Verhandlungstermin vor dem Landgericht in Frankfurt. Was wir dabei zu hören bekommen haben, bestärkt uns in der Vermutung, a, dass diese Geschäfte überhaupt nicht hätten abgeschlossen werden dürfen, und dass ein ganz klares Beratungsverschulden von Seiten von JP Morgan vorliegt. Dies hat der Frankfurter Richter den Anwälten von JP Morgan eindeutig ins Steinbuch geschrieben. Es bestätigt unsere Linie und wir sind überzeugt davon, sowohl Gemeinderat als auch ich selbst, dass wir das Geld oder einen sehr großen Teil davon wirklich wieder nach Pforzheim zurückholen können. Und das muss auch so sein. Denn diese Geschäfte, sie waren im Prinzip Spielcasino. Und es ist unser aller Geld, es ist das Geld aller Steuerzahler, das hier schlichtweg falsch verkauft wurde. Wir werden alles daran setzen, vom Rathaus aus dieses Geld zusammen mit unseren Anwälten wieder nach Pforzheim zu bringen. Denn unsere Stadt braucht es dringender denn je. Und es kann nicht sein, dass sie mit irgendwelchen spekulativen Finanzgeschäften in irgendwelche Kanäle hin verschwindet. Besonders negativ hat mich dabei aber überrascht, welche Kaltblütigkeit eine notleidende Stadt mit solchen Finanzprodukten noch unter zusätzlichen Druck gebracht wird. Nach unseren Erkenntnissen, und wir sind uns da ziemlich sicher, hat JP Morgan bis zu knapp 15 Millionen Marktprovisionen in diese Produkte einstrukturiert. Können Sie sich das vorstellen? Ein Drittel des Gesamtpreises einstrukturiert als Provisionen und Gebühren. Ich konnte mir so etwas vorher nicht vorstellen, aber ich muss es leider und schockiert zur Kenntnis nehmen. Die Derivate sind das eine, das ist der Rückblick, das Negative, was aus den vergangenen Jahren uns nach wie vor noch belastet. Es gibt aber auch sehr viel Erfreuliches. Nehmen Sie das Gewerbe Quid Buchbusch. Die Arbeiten zur Erschließung gehen planmäßig voran. Es wird gearbeitet, selbst auch bei diesem Wetter, bei Regen und um die Uhr. Und das, was dort geleistet wird, das nötigt mir wirklich Hochachtung ab. Und ich bin stolz darauf, was die Bauarbeiter der unterschiedlichen Firmen, die hier oben tätig sind, gerade in diesen Wochen hier leisten. Wir werden so planmäßig fertig sein, dass das Großprojekt, nämlich die Ansiedlung von Amazon, über die Bühne gehen kann, so wie es angedacht ist. Übrigens, bei Amazon kann man sich ab sofort bewerben. Sie wissen, der Konzern bringt über 1000 Festarbeitsplätze hier nach Pforzheim, sowie viele, viele weitere in den Saisongeschäften. Und ich glaube, dass das genau das ist, was wir hier brauchen in Pforzheim. Nicht Jobs, Jobs, Jobs. Wir im Rathaus werden nicht nachlassen, daran zu arbeiten. Liebe Bürgerinnen und Bürger, ich wünsche Ihnen an dieser Stelle alles Gute für die kommenden Tage. Bis zum nächsten Wiedersehen mit Meldungen hier aus dem Rathaus.